Energiemodernisierung, das Resümee, Herr Vettler. Wenn wir uns den ganzen Markt mal betrachten, der Energie und der Modernisierung, wo geht er hin? Der Trend zu Energiesparen ist ungebrochen in allen Bereichen, auch bei uns in im Bereich der Hausgeräte. Also Küchenmaschine, Trockner, Kühlschränke etc. Herde haben wir jetzt zwar hier auf der Messe keine da, aber hier ist auch das Energiesparen ein Riesenthema, die Energieeinsparung. Und das in allen Bereichen. Die Geräte werden besser, haben eine höhere Effizienz, höheren Nutzen bei geringerem Energieverbrauch. Das klingt natürlich alles fantastisch, aber letztendlich muss das auch finanziert werden. Werden die Geräte teurer oder wie sieht es aus? Wie komme ich an sowas ran? Ist Modernisierung überhaupt zu regeln? Kann ich mir das leisten? Ja, also zur Finanzierung gibt es ganz viele Konzepte. Natürlich kann ein Kunde das bei uns auch direkt kaufen, aber auch es gibt Finanzierungsmodelle als 0% Finanzierung, um das über gewünschte Laufzeiten zu strecken. Es gibt Leasingmodelle in Verbindung mit Reparatur-Flatrate, um eben auch die Sicherheit mitzuhaben, dass das neue Gerät, wenn der manche da kein Vertrauen rein haben, dass man eben da den Faktor Sicherheit dazu packt und sagt, okay, nächsten 10 Jahre ist da auch Gewährleistung mit dabei. Also eins kann man feststellen, es gibt auf jeden Fall eines, keine Ausreden mehr, Küche und Haushalt energiebewusst zu modernisieren. Nein, es gibt heute so viele Möglichkeiten und ein Ansatz ist für jeden Kunden irgendwo denkbar. Prima, ein tolles Schlusswort, vielen Dank. Sehr gerne.